Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Invest Informant. Diesmal soll es wieder um Cardano gehen und zwar werde ich euch diesmal zeigen, wie ihr für Cardano einen Sparplan einrichten könnt bei Bitpanda, denn wie ihr wisst, ich bin überzeugter Cardano-Anhänger und weil ich das bin, habe ich euch ja schon ein Video produziert, wie ihr Cardano mit ADA Lite verwalten und auch staken könnt. Das Ganze in Verbindung natürlich mit dem Ledger Nano S, den ich ja liebend gern nutze, das ich euch jetzt oben rechts in der Ecke verlinken werde. Und natürlich habe ich euch auch schon gezeigt, wie ihr eure Erträge auswerten und ermitteln könnt. Und das Ganze wirklich einfach mit einer kleinen Internetseite, die ich sehr liebe eigentlich, was das Ganze betrifft, dass ich euch jetzt ebenfalls oben rechts in der Ecke verlinken werde. Also ich denke, da bleiben echt keine Wünsche offen und diese Staking-Erträge, die Cardano bietet, die sollte man sich auf jeden Fall einmal genauer anschauen und ich denke, Cardano gehört in jedes gut diversifizierte Krypto-Portfolio und darf da einfach nicht fehlen. Jetzt kommen wir wieder zu einer kleinen Buchpräsentation, die ich euch hier vorstellen möchte und zwar geht es um das neue Design meines Notizbuchs Crypto Assets Simply a Safe Place Where a Hacker Can Access. Es ist einfach ein Büchlein, das einen immensen Mehrwert bietet und ich bekomme nur positives Feedback und ich habe mir gedacht, ich werde hier jetzt auch ein neues Design an den Start schicken und ich denke, den einen oder anderen wird es gut gefallen und es bietet genau denselben Mehrwert wie das Büchlein im alten Design davor, das es nach wie vor natürlich ebenfalls noch immer zu kaufen gibt. Auch hier genau in der bewährten Qualität mit Register einfach die perfekte Art und Weise, wie man alles rund um Krypto und um andere Internetseiten notieren kann und natürlich auch für 10 Seeds, die man hinterlegen kann. Und ich denke, das ist schon was. Bevor es jetzt aber losgeht, möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass alles in diesem Video rein der Unterhaltung dient und in keinster Weise irgendeine Anlageberatung darstellt. Wir befinden uns jetzt in meinem Bitpanda-Account und wir werden uns das hier Schritt für Schritt in aller Ruhe anschauen, wie das Ganze funktioniert und wie man hier einen Sparplan auf Cardano einrichten kann. Wie man einen Sparplan für Bitcoin einrichtet, habe ich euch schon in einem Video gezeigt, das ich euch jetzt ebenfalls oben rechts in der Ecke verlinken werde. Und eigentlich hätte ich dieses Video, weil die Anfragen nämlich da waren, ob man das Ganze auch in der Handy-App machen kann. Ja, es geht in der Handy-App und ich muss zugeben, ich wollte dieses Video auch für die Handy-App produzieren, musste selbiges aber abbrechen, weil die Handy-App es einfach nicht zugelassen hat und hier permanent im Sparplan abschließen irgendwelche Bereiche ausgegraut wurden oder nicht angezeigt wurden. Somit musste ich das Ganze dann bleiben lassen und muss jetzt hier auf die Desktop-PC-Version umsteigen, aber im Sparplan funktioniert es absolut ganz genau so gleich. Es schaut einfach nur ein bisschen anders aus am Handy, weil das Ganze ein bisschen gestauchter auf das Handy passen muss, aber die Vorgehensweise ist genau gleich und ich zeige euch jetzt einfach für Cardano, wie das Ganze funktioniert. Also wir klicken hier oben einfach auf den Panda-Bären, dann auf das Schweinchen für die Savings und dann sagen wir jetzt einfach einen Sparplan hinzufügen und jetzt suchen wir uns eben die Währung aus, die wir besparen wollen und hier haben wir es schon, Cardano mit der Währung ADA und genau hier wollen wir einen Sparplan einrichten. Ich habe mir gedacht, ich werde das Ganze wieder über SEPA machen, einfach weil hier die Gebühren am günstigsten sind, also man sieht genau 1,5% würde man mit Visa zahlen und ebenfalls das gleiche auch mit Mastercard und mit SEPA ist das Ganze kostenlos, was jetzt einmal diese Einzahlgebühr betrifft. Und deswegen bleibe ich bei der SEPA-Überweisung und ich muss auch zugeben, das funktioniert einfach ganz toll. Also das wird einfach vom Konto abgebucht und es ist wirklich absolut passiv, dann man muss sich darüber keine Sorge machen. Was nicht so ganz wahr ist, muss ich jetzt zugeben, diese 2 bis 3 Werktage, ja, also ja, lassen wir das mal und bleiben bei SEPA. Hier dann einfach das passende Konto anklicken bzw. ein neues Bankkonto hinzufügen.
Und jetzt muss man sich dann überlegen, wie viel einem das Ganze wert ist und wie man das Ganze haben möchte. Ich habe mich dafür entschieden, das Ganze mit 50 Euro zu tun und das Ganze einmal im Monat. Das heißt, wir stellen das Ganze jetzt ein, wir sagen dann einmal monatlich. Und diejenigen, die mich kennen und meine Videos schauen, wissen, ich bin ein Fan, das Ganze am 15. zu tun. Und für die Uhrzeit, ja, da kann man sich jetzt irgendwas wünschen. Ich setze das jetzt einfach auf 2 Uhr morgens, weil ich das einfach schön finde, wenn ich dann in der Früh aufstehe und dann in meinem Mail sehe, dass der Sparplan durchgeführt wurde und ich weiß, hier hat sich wieder ein bisschen was getan und ich habe jetzt wieder ein paar Ader mehr, die ich dann auf mein Konto, auf den Ledger schicken kann, die dann wieder für mich Staking-Erträge erzielen und ich finde das eigentlich ganz toll, wenn das vollautomatisch läuft. Bis jetzt habe ich das immer händisch gemacht und wir alle wissen, sobald man etwas händisch machen muss, da wird man dann ein bisschen schleißig und dann vergisst man mal drauf und dann denkt man sich, hätte ich jetzt machen sollen, habe ich wieder vergessen, naja, nächstes Monat vielleicht, oder man denkt sich, ja, das Monat nicht, nächstes Monat machen wir das Ganze wieder. Also einfach das Ganze laufen lassen und das vollautomatisch und passiv und dann passt es eigentlich und das passt dann so. Jetzt haben wir das Ganze eingestellt, also wir sagen dann jetzt monatlich, das Ganze am 15. am 2 Uhr morgens. Schauen sich das Ganze noch einmal an, der Betrag passt auch. Jetzt gehen wir zur Zusammenfassung, schauen über das Ganze noch einmal drüber. Also wir sagen, wir wollen jetzt Cardano besparen, das Ganze über SEPA per Bankeinzug und das immer am 15. Also wäre dann der erste Kauf am 15. Februar 2021 und das Ganze in folgender Weise dann wieder immer am 15. des Folgemonats. Man muss dann jetzt immer so rechnen, also circa so 10 Tage vorher wird dann das Geld abgezogen. Also das wäre das Reizvolle am 15. immer so kurz nach dem 1. Meistens in der ersten Woche dann des Monats und da ist dann sicher noch Geld auf dem Konto und so kann man das Ganze dann auch immer bewerkstelligen, dass man da auch immer beim Sparen auf der sicheren Seite ist und das Ganze dann schon vom Girokonto weg ist und dann schon in einen Sparplan läuft, weil hier einfach noch garantiert die Deckung da ist. Also zumindest bei mir. So, jetzt hier noch das Häkchen dafür, dass man eben das Ganze erlaubt, dass vom Konto abgebucht wird. Dann akzeptiert man noch die HGB und dann sagt man jetzt bestätigen. Und jetzt ist das Wichtige, jetzt muss man dann noch eben den PIN eingeben, den man per SMS bekommt. Und das war's auch schon und der Sparplan ist fix fertig eingerichtet. Und ich denke, das ist absolut keine Hexerei und das schafft wirklich jeder und da gibt's keine Ausreden, warum man das nicht gemacht hat, weil das so kompliziert ist oder so. Also ich kann hier Bitpanda nur loben, das funktioniert eigentlich wirklich ganz toll. Gut, das soll's dann eigentlich jetzt auch für dieses kurze und informative Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat und einen Mehrwert bietet, dann teilt das Ganze bitte, lasst mir ein Abo da, klickt das Glöckchen, damit ihr wieder dabei seid und informiert werdet, wenn wieder ein neues Video von mir auf meinem Kanal erscheint. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.